Ja, hallo zusammen. Der nächste Adventssonntag 2022 steht vor der Tür und es soll mal wieder ein Wintermotiv sein, habe ich mir überlegt. Habe ich mal inspirieren lassen von einem Künstler, ich weiß gar nicht, wo er herkommt. Ich verlinke das Originalvideo unten. Habe das ein bisschen abgeändert, weil ich das Video zwar sehr gut finde, aber kommt immer die Einschränkung. Mir fehlt so ein bisschen die Tiefe drin und ich habe hier was anderes skizziert. Ihr werdet gleich sehen, worauf es hinausläuft. Wir brauchen als Farben Paints-Grau, Colleen-Blau, Krapprot und Cadmium-Gelb sowie Titan-Weiß alle Farben. Und Pinsel findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung auch nochmal aufgelistet. Das macht manchmal Sinn, weil wenn ich so ein Motiv direkt beim ersten Mal ohne Vorübungen male, dann ändern sich manchmal noch die Farben oder die Pinsel. Pinsel haben wir einen Flachpinsel Nummer 5, Katzenzungenpinsel Nummer 5, einen Borstenpinsel Nummer 6 und noch einen kleinen Flachpinsel Nummer 2. Und dann fangen wir direkt mal mit dem Himmel an. Das soll so ein Abendhimmel sein und den machen wir uns jetzt ein bisschen dunkel mit Kyllinblau und Paintsgrau. Bisschen Weiß dazu. So, die Farbe nehme ich auch mal im Vordergrund mit viel mehr Weiß. Da nehme ich jetzt zusätzlich noch einen weiteren Flachpinsel Nummer 8 und ich werde erstmal den inneren Teil mit reinen Paints Grau malen. Das lasse ich jetzt eben trocknen, arbeite mit dem Borstenpinsel weiter. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich da das ein bisschen abwandle, das Motiv. Ich mische nochmal Paints Grau mit Kylin Blau und tupfe jetzt im Hintergrund so ein paar Bäume. Und warum mache ich das? Weil ich mehr Tiefe in das Bild hineinbekommen möchte. Seht, dass ich hier so ein bisschen vorsichtig bin, dass ich hier bei dem Dach nicht zu viel von der Dunkelheit in das Dach reintupfe. Während es trocknet, werde ich hier vorne schon mal so ein paar Büsche auftupfen. Wieder dunkler und im unteren Bereich mache ich es auch ein bisschen dunkler, weil da natürlich mehr Schatten ist. Die Farbe da im Hintergrund müsste jetzt trocken sein. Dann nehme ich jetzt ein bisschen Kylinblau wieder und wieder ein bisschen Paintsgrau. Gebe etwas Weiß dazu. Und das muss jetzt heller sein als die Farbe für den Himmel. Das ist nämlich jetzt Schnee, der auf den Bäumen da hinten liegt. Ja, dafür sind halt so Borstenpinsel ideal, weil gerade alte Borstenpinsel, weil die Fasern halt so schön auseinander stehen und weil ich dann, ohne dass ich mich überhaupt anstrengen muss, halt diese Strukturen erhalte. So, die Farbe helle ich jetzt noch ein bisschen weiter auf und nutze jetzt gleich mal hier vorne für die Büsche hier. Zum Beispiel jetzt, um die zwei Büsche optisch zu trennen, tupfe ich das jetzt hier überwiegend nur hier oben und lasse es unten dunkel. Das gleiche mal hier in dem Bereich. So, und hier, das ist nicht so wichtig, weil ihr werdet gleich sehen, warum das hier nicht so wichtig ist. Jetzt nehme ich mir das Weiß und helle die Farbe nochmal deutlich auf. Dann kann ich nämlich hier in dem Bereich noch so eine optische Abtrennung von Vordergrund und Hintergrund erreichen. Aber mit der Farbe so ein bisschen hin und her gehen, damit es nicht zu sehr wie so ein Strich aussieht.
So, und nach vorne hin ist die Farbe dann halt wieder dunkler. Hier rechts mache ich es auch ein bisschen dunkler, weil das Licht, das von den Fenstern hier vor dem Haus hier drauf fällt, hier so einen ganz, ganz kleinen Schatten wirft. Und ich werde gleich noch etwas reinmalen, was auch noch Schatten wirft. Lasst euch überraschen. So, und jetzt mache ich hier nur so ein paar Helligkeiten in die Dunkelheit rein. Das sind so kleine Schneewehen, die dann halt ein bisschen mehr Licht auffangen. So, und wer möchte, der kann mit Paints Grau und ein bisschen was von dem Rot, gibt es so ein Dunkelviolett, könnt ihr hier noch so einzelne Gräser einfügen. An der Basis immer so einen kleinen Schatten. Vom Ablauf her habe ich jetzt einen kleinen Fehler gemacht, weil eigentlich wollte ich hier so eine Mondscheibe haben, die von den Bäumen verdeckt wird. Jetzt habe ich den Mond vergessen. Zeige ich euch, wie ich sowas löse. Also zuallererst braucht man Weiß, weil alle Farben außer dem Kylinblau hier auf meiner Palette nicht deckend sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit Gelb reingehen würde, dann bekomme ich natürlich ein Grün. Gelb und Blau gibt Grün. Folglich muss ich hier mit Weiß arbeiten. So, jetzt habt ihr gesehen, das ist ein ganz einfacher Trick, wie ihr eine relativ runde Scheibe bekommt, indem ihr den Pinsel aufsetzt und so vorsichtig dreht und gleichzeitig drückt. Und siehe da, haben wir einen wunderschönen Mond hier. Ja, ich wollte die Fenster eigentlich ein bisschen später machen, aber weil ich die Farbe eh schon da habe, lege ich mal los. Gelb mit Rot gibt einen schönen Orangeton. Ich glaube, ich werde hier zwei Fenster machen, um es nicht unnötig zu kompliziert zu machen. Da kann ein bisschen mehr Rot rein. Diese Farbe lege ich auch hier bei den Büschen schon mal drunter. So, und jetzt helle ich das Ganze mit Weiß auf. Gebe noch deutlich mehr Gelb dazu. Und diese Farbe lege ich ganz vorsichtig auch an den am obersten Teil der Büsche ab. Ja. So, dann noch mehr von dem Rot. Und wieder mehr von dem Weiß. Das ist ein bisschen hin und her arbeiten. So, Weiß mache ich. Ja, erst mit dem Weiß bekomme ich hier die nötige Deckung, damit ich den Untergrund, die Büsche hier überhaupt abdecken kann. So, und diesen Orangeton, diesen hellen Orangeton, den nehme ich jetzt auch noch für weitere Details her, nämlich da ist dieser Balken, der hier hochgeht, und der fängt zum Teil auch dieses Licht auf. Nicht durchgängig, sondern nur so angedeutet. Und auf der Seite kann man von unten gegen den Vorsprung von dem Dach gucken. Das heißt, hier ist es ein bisschen breiter. Da gehe ich mit der Breite des Pinsels hier entlang, aber auch nicht ganz durchgängig, sondern nur so angedeutet. Jetzt kann ich mich um das Dach kümmern und dafür nehme ich einfach das Weiß mit der Mischfarbe, die ich vorher schon hatte. Das ist mal so ein bisschen zu hell. Ganz klein wenig abdunkeln. Und wer es ganz korrekt machen will, der geht noch ein bisschen dunkler, denn die Vorderkante, das ist ja so ein Schneeberg praktisch, der auf dem Dach liegt, und da ist hier so eine Kante und die ist natürlich noch ein bisschen dunkler. Dann kann ich hier nochmal so einen etwas dunkleren Strich nochmal einfügen. Und oben fällt noch ein bisschen Licht von dem Mond drauf, das heißt, da mache ich es dann nochmal wieder ein bisschen heller. Da kommt hier so ein heller Glanz drauf. Die machen wir gleich nach unten. So, jetzt reparieren wir das hier oben noch. Das heißt, ich mische mir jetzt wieder diese dunkle Farbe, die ich vorhin hatte, und gehe jetzt über den Mond teilweise drüber.
Jetzt verschwindet der Mond, wunderbar, so wollte ich das haben. Jetzt wird er nur angedeutet, dann mische ich mir nochmal diesen hellen Schnee, diesen etwas helleren Schnee. Kann hier auch noch auftupfen und fertig. Okay, jetzt kommt der letzte Schritt und zwar hatte ich mir gedacht, dass ich hier noch ein paar Tannen einfüge. Deswegen bin ich hier in dem Bereich so ungenau. Einmal hier eine, dann hier vorne eine, die geht ein bisschen höher. Das heißt, da wird auch an der Basis ein bisschen dunkel sein. Und noch eine hier. Und da kann ich auch an der Basis noch ein bisschen Schatten einarbeiten. Und jetzt tupfe ich die Äste. Das könnt ihr auch mit einem Fächerpinsel machen. Ich persönlich bevorzuge da immer meine lieben Borstenpinsel. Ist so ähnlich wie in dem Wichtelbild, das ich am letzten Advent veröffentlicht habe. So, und das ist ganz wichtig, dass er hier über das Dach drüber geht, damit dem Auge auch klar ist, dass dieser Baum tatsächlich vor dem Haus ist. Und auch hier gehe ich so ein bisschen in diesen Hang rein, seht, dass das dann eben wesentlich realistischer wirkt. So, jetzt gehen wir wieder im Zweischichtverfahren vor, das heißt, ich tupfe jetzt erstmal einen mittleren Schneeton sozusagen, der ist ein bisschen heller und im nächsten Schritt dann noch ein bisschen heller. Auf der rechten Seite tupfe ich jetzt gar nicht so viel, weil das ja im Schatten ist. So, jetzt noch weiß, richtig ein bisschen heller. Gehen wir hier nochmal drüber. Wer möchte, kann natürlich das Licht, das aus dem Fenster fällt, hier zum Beispiel teilweise auf den Ästen von dieser einen Tanne hier nur drauf malen. Und wer es ganz korrekt machen will, der kann hier auch noch ein bisschen Mondlicht hier reflektieren lassen. Ganz vorsichtig auftupfen, das ist einfach eine Mischung aus Gelb und Weiß. Der Schnee ist mir nur ein bisschen zu hell und der leuchtet mir ein bisschen zu stark. Das sieht so aus, als wenn es leuchtendes Licht wäre. Dann werde ich noch ein ganz klein wenig abdunkeln. Dafür verdünne ich die Farbe ein bisschen mit Wasser. Aber zu leicht lasierend. Zeige ich das jetzt einfach mal, wie man Bilder halt auch noch abändern kann. Auch wenn man denkt, ja, aber die ist ja eigentlich schon fertig. Geht sehr einfach. So, im oberen Teil helle ich es noch ein ganz klein wenig auf, weil ja das Licht vom Mond drauf fällt. Auch da arbeite ich einfach wässrig. So, und den Teil, das hatte ich ja vorher schon erklärt, hier die Front von dem Häuschen, die lasse ich so, weil es da ja wirklich dunkler ist. Hier oben helle ich es noch ein ganz klein wenig auf. Soll das Mondlicht sein, das hier drauf fällt. Ganz leicht. So, und damit sind wir eigentlich fast fertig. Was wir jetzt machen können, ist nämlich noch es schneien zu lassen. Der Künstler, der dieses Bild gemalt hat, der hat dafür jetzt kein reines Weiß genommen, sondern hat auch wieder diese Farbmischung, die deutlich aufgehellt, aber eben nicht reines Weiß, weil das einfach für ein Nachtbild zu hart ist. Und hat halt die Schneeflocken dann einzeln aufgetupft. Können wir hier jetzt mal auch machen. Lassen wir es mal schneien.
Mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen viel Arbeit. Ich tendiere dann immer eher dazu, das mit der üblichen Kindergarten-Spritztechnik zu machen. Das heißt, einen Pinsel nass zu machen und einfach drauf loszulegen. Und das mache ich jetzt zum Schluss auch noch. So, hier könnt ihr erstmal sehen, wie das aussieht, wenn man es ordentlich macht. Der ungeduldige Künstler und nimmt sich einen Pinsel. Ja, und jetzt mache ich den halt richtig feucht. Und auf geht's. So. Und ich finde, das arbeitet wunderbar. Und sieht irgendwo auch ein bisschen realistischer aus, weil es halt mehr zufallsgemäß ist. So. Das war jetzt echt eine schwere Geburt, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so lange dafür brauche. Es ist ja immer wieder verwunderlich, wenn Künstler so vermeintlich einfache Motive ratzfatz fertig haben, man versucht es nachzumachen, braucht dann ewig lang. Liegt aber auch daran, weil ich halt hier viele Veränderungen eingebaut habe. Ich hoffe, dass ihr dem Ganzen trotzdem einigermaßen folgen konntet. Wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Einen schönen Advent. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.